Hallo und herzlich willkommen aus der Stadt Lehesten. Wir sind hier im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen. Und zwar kommen wir aus der Richtung von Kronach, aus Tschirn. Das war der letzte Ort im Landkreis Kronach. Und wir wollen uns heute mal diese Bergstadt Lehesten näher ansehen. In die Ortsmitte geht es nach links. Das ist eine kleine Stadt hier. Wir sind in der Neustadt. Und folgen der Hauptstraße. Jawohl, da vorne, das sieht aus wie die Ortsmitte, weil da der Kirchturm ist. Parken. Das ist die obere Marktstraße hier. So, wir sind jetzt auf der breiten Straße. Es hat angefangen zu regnen. Und wir fahren hier mal ein Stück auf dieser Straße. So, diese Stadt hat ein eigenes Flair. Und zwar dadurch, dass die meisten Häuser hier diese Schieferverkleidungen haben. Sowas habe ich eigentlich bisher noch nie gesehen wie hier. Irgendwie hat man den Eindruck, in einer ganz anderen Welt zu sein, wenn man durch die Straßen dieser Stadt läuft. Etwas sehr Besonderes. Alles grau, aber ein schönes Grau.
Häuser sind in ziemlich verfallenem Zustand. Wie in den meisten Städten im ehemaligen Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR. Hier sind wir jetzt auf dem Marktplatz übrigens. Fahren wir mal geradeaus. Rechts geht's zur Kirche. Hier ist ein interessantes kleines Tor mit spitzen Turm, das zur Kirche führt. Wie in allen thüringischen und sächsischen Gemeinden und Orten sind die Kirchen verschlossen. Man kommt nicht hinein, man kann nicht filmen drinnen. Das geht nur in Bayern. Deswegen konnte ich die Kirche auch nur von außen filmen. So, und jetzt fahren wir mal in die Bermisgasse. Auch hier haben wir viele Häuser mit schiefer Fassaden. Manche schön renoviert, andere im Zustand einer Ruine, wie hier zum Beispiel links. Diese beiden Häuser, das sind Ruinen. Straße der Jugend. Naja, ob hier noch so viel Jugend wohnt in dieser Straße, sei dahingestellt. Straße des Alters wäre wahrscheinlich angebrachter. So, rechts irgendeine Schule oder was das ist. So, wollen wir uns nicht lustig machen über diese Orte hier. So, hier ist der Ort zu Ende. Drehen wir um, obwohl es dann noch weiter geht ein bisschen. Und wir fahren die Straße der Jugend. Jeder war mal jung in seinem Leben. Wieder zurück. Was ist das hier? Eine Schule? Naturparkschule. Und rechts ein Kindergarten. Also gibt es doch noch eine Jugend hier. Die Hoffnung ist nicht verloren. Schade, dass es regnet. Das nervt mit diesen Scheibenwischern, wie immer. So. Und wir können theoretisch mal in diese Einbahnstraße hier schauen. Abbiegen in diesen Innenhof. Geht es nicht weiter? Oder wer weiß das schon so genau? So. Wir müssen nach links. Links ist eine Gaststätte, Gasthaus Summer. Sieht aus, als wäre die auch nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Jetzt sind wir auf der unteren Marktstraße, der Turm vor uns. Links ist das Rathaus. Ist auch eine Einbahnstraße. Rathaus jetzt vor uns und wo sind wir jetzt? In der oberen Marktstraße, die wir in den Ort hineingefahren sind. Fahren wir mal hier und schauen uns die Kirche an, aber hier ist wieder eine Einbahnstraße, dürfen wir nicht weiter. Das ist die Kirchgasse übrigens, hier eine Ruine wieder vor uns. Und wir versuchen mal geradeaus zu fahren in die Bahnhofstraße.
Ich hoffe, dass der Regen jetzt mal aufhört. Rechts dürfen wir nicht rein, weil das eine Einbahnstraße und gleichzeitig eine Baustelle ist. Nee, wäre möglich gewesen, wenn die Baustelle nicht da gewesen wäre. Schade, das sind sehr, sehr schöne Häuser in dieser Straße, die uns entgehen. Bleiben wir mal auf diesem Kopfsteinpflaster hier, auf der Bahnhofstraße. Und wahrscheinlich ist da vorne dann auch ein Bahnhof, wenn die Straße schon so heißt. Möglich, dass hier links der Bahnhof ist. Am Bahnhof steht da, also muss es auch der Bahnhof sein. So. An der Hohle. Was heißt das? An der Hohle. Was für Hohle ist das hier? Ah ja, da kommen wir jetzt auf die breite Straße, die wir aber schon kennen. Nee, da will ich dann wieder umdrehen. Jetzt geht. Ups. So. Von da bin ich gekommen. Mal wieder am Bahnhof. Was ist das für ein abenteuerlicher Weg hier? Nicht asphaltiert. Vor uns der Kirchturm rechts. Solche Wege haben mich immer schon gereizt, aber hier geht es nicht weiter. Das sind nur ein paar alte Garagen. So, da führt auch noch eine Straße geradeaus weiter. Links ist da nichts zu sehen. Okay, jetzt fahren wir die Straße zurück, die Bahnhofstraße. Hier links runter. Man könnte theoretisch noch geradeaus fahren hier. Nee, da verpassen wir nichts. Auf die Schnelle. Ja, auch das ist Deutschland, solche Orte wie hier. Zum Teil hat man den Eindruck, in Tschechien zu sein, aber das macht nichts. Ich liebe solche Orte. So, das ist eine Sackgasse hier, rechts.
Georgstraße ist das übrigens und wir fahren die Bahnhofstraße wieder zurück. Mit Blick auf den Kirchturm. Links dürfen wir leider nicht rein, das ist sehr, sehr schade. Die schönsten, interessantesten Häuser sind da vom Ort. Geradeaus führt eine Treppe zur Kirche hoch und wir fahren die obere Marktstraße wieder hoch. Mal sehen, wo kann man da noch in eine Seitenstraße rein. Da sind wir gekommen, wie gesagt. Das ist eine Bushaltestelle hier. So, hier kann man noch nach links abbiegen. Leutenberger Straße. Oder sind Pfützen, halt lieber hier. Ein kleiner Park oder was das hier ist. Alles was eine Stadt braucht, gibt es hier. So, die Häuser rechts scheinen unbewohnt zu sein alle. Okay, mal ein Blick nach links. Wir sind in der Neustadt. Wir sind durch die Neustadt ganz am Anfang in den Ort gefahren, aber jetzt hier die Neustadt, stadtauswärts. Glück auf Straße gibt es auch. Boah. So, da hört die Neustadt schon auf. Was für eine Ruine da links ist. Diese Ruine mal ansehen hier. Könnte eine Schule gewesen sein oder vielleicht auch irgendeine Fabrik. Schwer zu sagen. Da war eine Villa. Straße kennen wir, auch durch diesen Ort führt ein Schwerlastverkehr durch, ein unangenehmer. Viele Brummis sausen hier durch. Lohnt sich da nach links? Nee, fahre ich jetzt mal nicht. Die nächste, die Glückaufstraße, schaue ich mir jetzt nochmal an. Da muss ich rechts abbiegen. Häuser auch, aber viele mit schiefer Verkleidung. Rechts vor links. So,
da. Ah, da komme ich wieder zu diesem Sportplatz. Das ist die Siedlung hier. Jawohl, hier ist dieser Park, wo ich vorhin war. Die Jugendlichen auf dem Sportplatz und die Leutenberger Straße. An dieser Stelle fahren wir mal nach rechts. In den Zinkenweg. Und haben jetzt die Kirche direkt vor uns. Da fängt die Kirchgasse an. Das ist eine Einbahnstraße. Bahnhofstraße. Geradeaus dürfen wir leider nicht. So, wir schauen uns noch die Albert-Neumeister-Straße an. Auch eine Einbahnstraße. Das Gasthaus Summer. Und das ist die untere Marktstraße, die kennen wir schon. So, noch ein Blick in den Zinkenweg von hier. Schöne Rosen vor den Schieferdächern. So, dürfen wir nach rechts? Das weiß ich nicht. Ich mach's einfach mal. Ui. Stopp. Tja, und jetzt haben wir eigentlich alles durch, soweit ich das sehen kann. Ich beende meine Ortsrundfahrt durch Leesten an dieser Stelle. Sollte noch was kommen, hänge ich es hinten an. Tschüss erstmal.